Willkommen zurück zu Let's Play The World Ends With You. Im letzten Part Cheeky Reports abgeschlossen. Jetzt habe ich schon 3 von Joshua gesammelt. Und wir nehmen gleich schon mal auf. Get the potted plant. Wieder push the secret. Ich glaube, da musste man einfach zur Stage of Hachiko gehen, wieder. Ja, könnte richtig sein. So, dann fangen wir mal an. Secret Report 8. As predicted by the composer, his proxy has entered the game a second time. The proxy has proven his aptitude and will be joined in the next game by the composer himself as his new partner. Ja, das wissen wir alles, dass wir ein zweites Mal da teilnehmen und dass Joshua halt, ne, Composer selbst, unser Partner ist. There are 3 reasons behind the composer's choice of actions. Oh, jetzt erfahren wir warum. 3 Gründe. Erstens. Oder first. To ascertain the conductor's strategy. To educate his proxy. And to protect him. Er wollte uns beschützen, uns ausbilden in Anführungsstrichen. Und etwas über die Strategie des Gegners herausfinden. Ja, an sich plausible Gründe. Ich meine, wenn ihr auf mich theoretisch gesetzt hättet, würdet ihr mich auch beschützen. Das ist eigentlich logisch. With this return to the UG, the limits to the composer's abilities will be relaxed. However, using his abilities could reveal his identity. As such, he will need to continue to limit himself for a while longer. This presents a certain set of risks. The greatest risk, however, lies with the composer joining the proxy for this game. Ja, er muss seine Kräfte halt eindämmen und etwas länger, weil er sonst seine wahre Identität herausgefunden werden kann. Und ja, aber die größte Gefahr ist es halt, dass sie überhaupt mit uns am Spiel teilgenommen hat. Ne? The composer's presence, his tremendously high vibe will place a great deal of physical and psychological strain on the proxy. Ja, er hat uns damit ein bisschen physisch und psychisch angetan, sowieso, denn, ne? Furthermore, the proxy's victory in the previous game has won him back his memory. The self-actualization loop behind binding the proxy is thus stronger than ever, more deeply ensconced even that then und concentration more. Und nein, wieso? Na, ich weiß schon warum. Na, anderes Spiel war das, okay? Vergiss das. Even then, the envy cleared from Shiki in the previous game. Tja. Eifersucht wegen Shiki und so haben wir nicht mehr. Wieso? Habe ich irgendwas verpasst oder vergessen? Oder warum sollten wir auf Shiki eifersüchtig sein? Ich glaube, ich habe es vergessen. Mir fällt's bestimmt wieder an. There is a possibility of the proxy soul negating its progress during the previous game. Slight problems also persist with the proxy's personality. Okay. Unsere Seele soll sich destabilisieren. Fuck. das checke ich jetzt nicht so, wieso war sie nicht stabil. Oder einfach nur, weil wir uns erstmal erinnern, bla bla bla, hier und da und er selbst nicht weiß, was los ist und bla oder was. Ja, ich verstehe es gar nicht. How long will the proxy be able to bear being side by side with the composer? Na, wie lange werden wir es wohl mit Joshua aushalten? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich bis hier, ne? Sogar hier und so, also immer. Collect the report for your show one, the day one ist klar, das mit dem neuen Symbol ist auch klar. Get Supermass, I cracked the code. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war.
Auf jeden Fall. Nee, das weiß ich gerade nicht mehr. Genauso wenig wie das. Moment. Boss-Symbol. Nee, das mit dem Imprinten war noch bei Shiki, als ich das gespielt habe. Nee, das war hier. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Das weiß ich noch. Das weiß ich gerade nicht. Sorry, Leute. Naja, Secret Report 9. Today an alert was handed down. The discovery of a fallen angel. A fallen angel is one who has broken the angel's code. The criminal. Their crime revealing the secrets of a taboo noise refinery to the game master Minamimoto. Minamimoto knows the composer's RG identity, secret even to the conductor, and has chased him to the real ground. Warum das jetzt nicht mit RG abgekürzt wird, keine Ahnung. The fallen angel may also have supplied him with this information. Okay, an dem Tag, Taboo Noise und so, hat ein gefallener Engel getan. Wer es ist, wird hier gerade noch nicht gesagt. Ja, also, Refinery. Die Fabrik für Taboo Noise. Ja. Minamimoto lusts to take the composer's place, and his potential to do so comes second only to that of the conductor. Despite being a complete outsider in the wager between composer and conductor, he stands to hinder the composer's greatly. It is entirely possible Minamimoto may rise to the office of conductor before this wager has been decided. Oh, vielleicht ist Minamimoto. Na, rise, ne, das hat er nicht gewachsen, sondern eine Position erreichen, bevor etwas passiert, ne? So, dass ich, ja, ich verwirre mich gerade selbst, das finde ich super. All eyes from the higher plane are on this game for the future of Shibuya. Should its result be invalidated by outsiders' interference, the angel's disappointment would be worse. Ja, die ganzen Augen sind in den höheren Ebenen wegen der Zukunft von diesem verdammten Spiel. Nee, Shibuya durch das Spiel, klar. Wieso eigentlich Zukunft von Shibuya? Ach Moment, stimmt ja, die Wette. Aber so viel, was ich vergessen habe. So, what is the fallen angel's goal? Dominion over the underground? Retribution against the angels? Whatever the case, we must carefully monitor Minamimoto's actions and stay vigilant against this fallen angel. Also, Minamimoto war das. Ach, gut. Ja, Minamimoto ist der gefallene Engel. Ne, was hat er vor? Werden wir noch erfahren. So, jetzt hier, das ist klar, das ist sowieso klar. Spicy Tuna Raw. Also, bevor. Also wenn man mit dem Imprint anfängt, sollte man zu diesem Typen gehen, der dann bei dieser, da wo die Fledermaus war, da wo es überall dunkel ist, mir fällt das Wort nicht ein, die Bühne von 777, dahin gehen. Irgendwo sind dann halt Storyline-technische Charaktere, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt der war, der dann immer hin und her rennt, der erstmal im Nudelladen weg war, ich glaube der war es auch. Oder der da sowieso immer vorsteht. Auf jeden Fall müsst ihr von ihm das Imprinten Spicy Tuna Roll bekommen. Dann im Nudelsuppenrestaurant den Typen das da imprinten. Bringt zwar nichts, aber ich weiß auch nicht, ob ihr dann das bekommt. Auf jeden Fall müsst ihr dann dafür sorgen. Ne, das war's normal storytechnisch, dass er dann wieder dahin geht und die Nudeln aufessen soll. Ja, auf jeden Fall Spicy Tuna Roll bekommen von ihm als Imprinten und es dem Ladenbesitzer dann halt imprinten. So. Und wo diese Noise war, ihr müsst euch sowieso überall umgucken, würde ich nochmal machen, weil da wo man vorher nicht hinkommt, weil man nicht ein bestimmtes Item oder so hat, hatte, da wo immer solche andere Wände war, die kann man jetzt halt brechen und dahinter befindet sich dann halt was anderes, zum Beispiel
Und ihr bekommt von dem Typen sowieso Items, die gut sind, beziehungsweise Zutaten für irgendwas etwas anderes. Deswegen ist es trotzdem nicht schlecht, alles nochmal durchzuspielen. Deswegen mache ich das eigentlich. Deswegen dauert das auch eigentlich noch länger, aber... Who cares? Secret Report 10. I was finally able to hand over the phone tracking application the composer requested some time back. Ja, das mit dem Handy und so, weswegen man hier dann halt rumgeht. I informed the composer it was ready 3 days ago, but they apparently had no time to come pick it up. It just shows how carefully the proxy is planning each move. Ja, Joshua plant jeden Schritt, deswegen ist er jetzt am dritten Tag erst vorbeigekommen, obwohl es eigentlich hier schon fertig war. Naja. The application detects the conductor's imagination. With it, one can walk around Shibuya and piece together the conductor's strategy. Ach, deswegen. Ja, damit die Strategie des Minamimoto und so herausfinden, weil jedes kleine Puzzlestück damit detected wird. Oder so. Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort für detected. Sagen wir einfach finden. At this point, even I cannot fathom the conductor's plan. I will have to rely on the information gathered by the composer. Selbst er hat keine Ahnung und muss sich auf Joshua verlassen. While I wait for his findings, I will work on the composer's next order, the second revision, to the phone's functionality. Okay. Noch eine neue, noch was Neues für das Handy, okay. Today also marks my first contact with the proxy, since he formed the pact with the composer. He appears considerably wary of his partner at the present time. Ja, das erste Mal wieder bei Mr. H vorbei, nachdem Nico und Joshua halt Partner sind und... Ja, ihr könnt die sehen. As expected, the psychological strain is severe. So severe, in fact, that most players would be unable to continue. Right now, the only thing keeping the proxy in the game is his entry fee. Ja, wir machen das Spiel eigentlich nur mit Bayashiki. Ganz einfach. Und ansonsten hätte jeder schon aufgegeben. At least his dangerously strained state of mind is acting to harden his soul. I saw no sign of relapse or destabilization. Rather, the return of his memory seems to have yielded only positives. Ja, er sieht zwar nicht so Hinsicht, dass wir jetzt uns destabilisieren oder dass unsere Erinnerungen so zurückkommen. Ne, Moment. Egal, oder dass nur positive Erinnerungen zurückgekommen sind, wenn überhaupt. Oder wir Positives draus ziehen. Und wir trotzdem weitermachen und nicht total zusammenbrechen, weil... Ah, diese Kopfschmerzen, was sind das für Bilder? Und so. I look forward to watching the proxy's continued growth. Ja, er freut sich darauf, wie es weiter ausgehen wird. Gut, da ich aber die Items hiervon nicht habe, wird der nächste Part länger, weil ich nicht alle Items zeigen kann. Aber... Ja, dann kann ich ein bisschen zeigen. Das ist die Supermass. 10 Attacke, 200 HP. Und halt diese Ability. Piratenhut hatten wir schon, ne? Ja. Gut, was hatten wir sonst noch mal? Nein, hier ist nichts. Auch nichts. Auch kein neuer Anzug. Und Schuh sowieso nichts, ja. So, dann muss hier irgendwo alles sein. Das hier ist auf jeden Fall diese Potted Plant. Ja, die hatten wir eigentlich schon vorher. Oh, da täusche ich mich gerade extremst. Kann sein. Oder hab ich irgendwem was gegeben? Sieht nicht danach aus. Was hat man nochmal bekommen? Potted Plant. Okay, doch, das ist die Pflanze gewesen. Gut.
Supermask, Spiky C, Tunaro, Pirate Head, nö, das. Von wegen haben wir schon, ne? So, also, hier dann auch nochmal Pirate Head. Ability habe ich noch nicht, aber 20 Attacke. Na, aber ich habe doch lieber die hier drin. Bringt noch sehr viel mehr Leben und ein bisschen mehr Verteidigung. Ja. Wie noch immer ich gerade hatte. Niemand hat was zu essen, ja. Daran, dass ich letztes Mal alles oft magenvoll und so. Sondern die Potted Plant. 20 Verteidigung. 100 Leben. Ich finde das hier immer noch recht krass. Die Ability habe ich jetzt freigeschaltet, falls ihr es noch nicht wisst. 50 Verteidigung weniger, 35 Angriff. Naja. Ach Gottchen. Wenn ich erstmal jedes Item habe, was garantiert nicht kommen wird. Oh Gott. Naja. Leute, bis zum nächsten Part. Aber der kommt nicht morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.